Hallo und wieder herzlich willkommen zu Wissenslust. Und heute will ich euch mal zeigen, dass ich mir eine Rosentinktur machen möchte, unter anderem. Und oder man könnte auch sagen, Rosenblüten angesetzt im Korn. Welchen Korn ihr auch immer nehmt, ihr sollte bei sowas immer über 38 oder mindestens 37,5% haben, also 38. Jetzt war ich also in meinem Garten und habe mich gerade gestochen und habe unterschiedliche Rosen. Ihr seht, das ist meine Remplerrose. Die ist so ein bisschen, riecht so ein bisschen moschusartig. Lecker. Und ich habe euch die anderen ja schon draußen bei den Bildern gezeigt. Und dann habe ich hier meine Teerose. Das ist also meine gelbe Teerose. Und die duftet auch wunderbar und traumhaft. Seht ihr, sehr schön. Und dann habe ich natürlich meine wunderbar duftenden Strauchrosen. Das sind die ganz großen. Wenn ihr die Filme schaut, dann habt ihr die ja schon gesehen. So, und die sind jetzt halt schon so kurz, dass man sagt, ja, also sie sind noch ein bisschen fest, aber sie beginnen jetzt langsam, dass sie ihre Blätter fallen lassen. Mein Garten sieht mittlerweile aus, als wenn es geschneit hätte. Und da es so ein bisschen stürmisch heute war, habe ich gedacht, okay, jetzt pflückst du diese Rosen mal vorher. Und ich habe meine Postillonrose auch, die auch wunderbar duftet, auch abgeschnitten, weil es sah aus, als wenn es ein bisschen Sturm geben wollte. Und guck mal, da ist sie, die Postillonrose. Duften alle ganz wunderbar. So, und jetzt werde ich nach und nach eben mein braunes Glas. Und zwar habe ich, ja, es gibt ja in manchen Läden, bekommt man ja Milch zu kaufen, in braunen Glasflaschen, wie ihr seht. Und da werde ich mir das reinmachen. Dann gibt es noch ein ganz tolles Buch, und das habe ich jetzt gerade irgendwo eben hingelegt, über Rosen. Jetzt müsste ich doch mal gucken, wo habe ich denn mein Rosenbuch jetzt gerade hingelegt. Da seht ihr es mal wieder, ist ja mal wieder nichts perfekt hier. Ah. Doch, ja, bist du. So. Da werde ich euch ein paar Sachen dann vorstellen. Natürlich heilen und pflegen mit Rosenöl. Symbolisch steht die Rose für Schönheit und Liebe, doch sie hat auch enorme Heilkraft. Mit ihrem kostbaren Öl oder den zarten Blüten hilft die Königin der Blumen bei vielen körperlichen und geistigen Beschwerden, bei Hautproblemen, Immunschwäche oder Depressionen. Rosenduft macht Massagen zu einem Erlebnis und unterstützt Meditationen. Aber auch für Schönheit und raffinierte Küche haben Rosen eine Menge zu bieten. Unter anderem, und da gibt es halt auch ganz wunderbare Anregungen, zum Beispiel für die Schwangerschaft oder auch für die Geburtsvorbereitung, wie kann man die Rose dazu anwenden noch, oder auch für die Babys, die dann da sind. Aber natürlich auch für die Wechseljahresbeschwerden und natürlich auch, wenn es darum geht, Hospizarbeit zu leisten, also das heißt, beziehungsweise Sterbebegleitung zu machen, also auch für die alten Menschen. So kann man die Rose also überall anwenden, ob das in Krankenhäusern ist, für die Kinder, für die Erwachsenen, alles wunderbar. Und natürlich auch zur Kosmetik und zur Pflege. Aber ganz kann ich das Buch natürlich nicht vorlesen, das ist ganz klar. Ich wollte euch jetzt einfach, guck mal, meine schöne Auslese zeigen. Ich hoffe, ihr könnt die gut sehen. Das ist ja nur ein kleiner Teil. Und da mache ich mir auf jeden Fall dann eine Tinktur. Und ich habe natürlich auch die Malve. Und dieses ist auch Käsepappel genannt. Und auch die wird mit den Blüten dort hineinkommen, so dass ich eine ausgewogene Tinktur mir herstelle. Weil die Käsepappel hat ja auch ganz wunderbare Heilkräfte. Lese ich euch dann nochmal vor von der Maria Treben. Und ich habe ja gepflanzt in meinem Garten jedes Jahr unter anderem die Zitronenverbene. Und ich zeige euch jetzt mal, nee, jetzt habe ich das Falsche genommen. Die Zitronenverbene. Habe ich jetzt gerade nicht dabei. Muss ich euch dann ein andermal zeigen. Ist jetzt einfach so.
Die werde ich mit reingeben noch, die Zitronenverbene, weil die hat einen wunderbaren Duft. Da braucht man nur so ganz leicht die Blätter so an hauchen, hätte ich jetzt fast gesagt, wie bescheuert, ne? Also so ganz leicht nur zwischen den Fingern hin und her, die Finger bewegen auf dem Blatt und dann habt ihr sofort, also streichen, mein Gott, jetzt fiel mir so ein Stein, mit den Fingern drüber streichen, dann habt ihr einen wunderbaren Zitronenduft, aber sowas von herrlich. Und ich möchte eben in Verbindung mit der Rose einen leichten zitronigen Duft noch haben. Und werde halt einfach gucken, wie wird es überhaupt, denn ihr wisst ja, auch Parfüm wird ja mit Alkohol hergestellt. Und ich werde mir so meine eigene Tinktur machen, vielleicht aber auch eben mein Parfüm daraus. Schauen wir mal. Und deswegen nehme ich schöne Sachen zusammen, die duften, aber die auch eine tolle Wirkung haben, je nachdem, was ich will. Und die Tinktur, wisst ihr, muss man ja immer verdünnen oder man muss... kann man ja auch einen Tee noch von machen oder andere Sachen, wie auch immer. Jedenfalls ist das, was ich vorhabe, unter anderem. Und dann lese ich euch noch ein bisschen dann hinterher zu der Rose vor. Und was ich auf jeden Fall noch machen werde, das ist, ich werde noch ein paar Kräuter in Korn ansetzen, beziehungsweise alles das, was jetzt im Moment draußen noch so kreucht und fleucht. Und da habe ich hier unter anderem noch von dem Heilziest. Dann kommt jetzt im Moment ganz frisch die Wicke. Davon nur die Blüten nehmen. Und was ganz frisch noch ist, habe ich von der Brombeere zum Beispiel die Blätter und von der Himbeere. Also da sind noch keine Blüten dran, das sind also noch frische Stängel. Auch wenn man sagt, die Zeit ist zu spät, man sollte diese Schossen immer nehmen, wenn sie ziemlich früh sind. Ich werde es aber trotzdem machen und werde damit zusätzlich meinen Kräuterbitter machen, beziehungsweise die Heilkräfte dort vereinen. Mal gucken, was dann alles noch so da ist. Ja, was wollte ich euch noch so sagen? Ach so. Ich glaube, das machen wir dann später nochmal. Das machen wir nochmal ein andermal. Also, so viel erstmal dazu. Schaut nochmal diese wunderbare Blüten, die so da sind, und da lässt sich also ganz, ganz vieles draus herstellen. Wobei in dem Buch natürlich immer mit Rosenöl gearbeitet wird, was man eben auch kaufen kann, und Rosenwasser selber hergestellt oder sowas, auch das kann man machen. Aber da lese ich euch dann noch mal ein bisschen was vor und dann sage ich einfach so, wie ich das machen würde. In diesem Sinne, ich hoffe, es geht euch gut. Ansonsten werdet wieder gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns hier weiterhin. Bis dann erstmal. Tschüss und alles Gute.